leben, die Engel umschweben. Sie kamen vors Grab, das Grab war verschlossen, der Himmel stand offen. In Ewigkeit, in Ewigkeit. Also wir sind die Laudenbacher Osternachtssänger. Das Osternachtssingen, das hat eine Tradition, das ist nachgewiesen seit ungefähr 1908. Die Laudenbacher Osternachtssänger, die treffen sich an Karfreitag, Karsamstag in den beiden Nächten und singen vor jedem Haus in Laudenbach die Osterbotschaft. Und wir möchten die Menschen daran erinnern, wofür Ostern steht. Das bedeutet, in der ersten Nacht besingen wir die Kreuzigung von Jesus Christus. In der zweiten Nacht dann die Wiederauferstehung und wir möchten den Menschen vermitteln, was Jesus für uns getan hat und dass er unser Erlöser ist. Das ist die Kernbotschaft, die wir als Osternachtssänger haben. Erstanden ist heut Gottes Sohn, auferstanden ist Gottes Sohn. Christus ist erstanden von seinem Maternallen. Halleluja! Das ist das Ave Maria, Maria. Wir sind ungefähr unterwegs in den beiden Nächten von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens und haben natürlich auch verschiedene Stationen, verschiedene Pausen bei den Bewohnern, die uns dementsprechend auch unterstützen. Das heißt, die Osternachtssänger sind sehr gerne gesehen. Der Bekanntheitsgrad von uns ist sehr, sehr groß, weil von Generation zu Generation sind die jungen, unverheirateten Männer zwischen 18 und 30 bei den Osternachtssängern. Das heißt, von jeder Generation der Einwohner ist ein sehr, sehr großer Teil bei den Osternachtssängern mitgelaufen, was natürlich dann die hohe Beliebtheit und Akzeptanz und die hohe Identifikation innerhalb der Laudenbacher Bevölkerung erklärt. Das bedeutet natürlich, die Leute sind sehr froh, wenn wir da sind, versorgen uns auch sehr gut mit Essen und Trinken über unsere lange Nacht. Dementsprechend freuen sich die Leute sehr, wenn wir für sie singen, nehmen uns auch sehr gerne auf und schicken es teilweise auch an ihre Verwandten in Amerika. Am Anfang des Abends ist es noch relativ einfach, die Stimmlage zu halten. Wir sind ein dreistimmiger Chor. Das bedeutet, die erste Stimme gibt den höchsten Ton vor, die dritte Stimme den tiefsten Ton. Und gerade für die höheren Stimmen ist es oftmals schwieriger mitzuhalten über die Nacht, weil die dritte Stimme, die tiefe Stimme, sehr dominant ist. Jesus ist erstanden von seinem Maternallen. Halleluja, das ist das Ave Maria. Erstanden ist Herr Jesu Christ, der aller Welt Erlöser ist. Halleluja, das ist das Ave Maria. Maria. Und da haben wir natürlich auch immer weite Strecken zu bewältigen. Das sind meistens zwischen 16 und 18 Kilometer pro Nacht. Die Laudenbacher Osternachtssänger sind einzigartig in Deutschland. Die, ich sag mal so, Raspelbuben. Das heißt, die Kinder, die tagsüber raspeln, die sind eher bekannt, vor allem auch in Bayern. Aber dass man nachts singt, ist natürlich einmalig. Auferstanden ist Gottes Sohn. Erstanden ist Herr Jesu Christ, der aller Welt Erlöser ist. Ich bin der erste Bürgermeister von Laudenbach, Stefan Distler. Ja, freue mich natürlich sehr, dass das Osternachtssingen es geschafft hat, ins immaterielle Kulturerbe in Bayern aufgenommen zu werden. Eine ganz besondere Auszeichnung, die ja, soweit ich weiß, in unserem Landkreis einmalig ist zunächst mal. Und ja, genauso einmalig ist auch das Osternachtssingen mit dem dreistimmigen Männergesang. Toll, dass sich da immer wieder junge Leute finden, die diese Tradition ganz einfach weiterleben. Und ja, und wie gesagt, die anderen Herausforderungen sind halt ganz einfach das Stimmliche und der Gesang, dass man das so durchhält. Na, ich meine, wie gesagt, das sind ja ungefähr, glaube ich, 500 Häuser, wo gesungen werden muss. Und das ist natürlich schon, wie gesagt, auch ja, eine gesangliche und körperliche Leistung, ganz einfach. Da, da, da.
Erste Solo und dann alles zusammen, ne? Erstanden ist heute Gottes Sohn, auferstanden ist Gottes Sohn. Jesus ist erstanden von seinem Maternallen. Halleluja, das ist das Ave Maria. Erstanden ist Herr Jesu Christ, der aller Welt Erlöser ist. Halleluja, das ist das Ave Maria. Maria.